Herzlich willkommen bei Ballas Capital. Wir sprechen heute über das Geschäft mit dem Functional Food und ich freue mich sehr, dass wir Philipp Lanz bei uns zu Gast haben. Servus Philipp. Servus Florian. Functional Food sind ja Lebensmittel, die zusätzlich mit Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch mit Bakterien versetzt werden, um dem Konsumenten einen weiteren Nutzen zu bieten. Bist du damals in diese Branche gekommen, weil dich dieser Zusatznutzen für den Konsumenten fasziniert hat oder weil die Margen einfach besser sind als bei den normalen Lebensmitteln? Also nein, grundsätzlich habe ich ja sehr früh begonnen und ich habe einfach damit begonnen, weniger wegen dem geschäftlichen Hintergrund, sondern mehr, weil mich das Thema wirklich interessiert hat. Ich habe sehr lange Leistungssport gemacht, ich habe American Football gespielt auf im europäischen Vergleich sehr hohem Niveau und ich hatte auch ein immer sehr großes Interesse für Chemie und Biochemie und wie man halt quasi sein tägliches Leben oder gewisse Performance optimieren kann. Und in erster Linie kam das Interesse vom Sport, weil da legale Performance-Optimierung ein großes Thema ist. Und dann, weil ich mich halt sehr viel damit beschäftigt habe, bin ich dann auf diverse Produkte und Inhaltsstoffe gestoßen, die eben eine Funktion haben im Alltag, eben nicht nur für Sportler. Und dann ist eben bei uns dann die Geschäftsidee dahinter gekommen, dass man das auch dann quasi breiter vermarkten kann. Also dass es quasi mehrere Möglichkeiten gibt, die jetzt nicht nur für Sportler oder jetzt, sage ich mal, Leute, die lernen, interessiert sind, sondern dass es wirklich eine breite Applikationsmöglichkeit gibt für, sage ich mal, die ordinären Personen. Wie kam das Aha-Erlebnis? Hast du damals Energy-Drinks konsumiert und gesehen, aha, da ist auch ein Vitamin drinnen? Oder hast du Eiweißshakes gemixt oder wie war das? Eiweißshakes schon. Ja? Energy-Drinks, ich würde sagen, nicht exzessiv, hier und da mal immer wieder. Eiweißshakes ganz viele, aber eben nicht nur Eiweißshakes, sondern auch bestimmte Sachen. Manchmal Sachen zum Einschlafen, wie gesagt Tryptophan oder andere Produkte. Manchmal eben Sachen für die Konzentration. Und eine Sache oder eine Klasse an Inhaltsstoffen, über die wir eben gestolpert sind, waren eben Sachen, die den Hormonhaushalt im Gehirn beeinflusst haben. Und vor allem die interessanten Hormone waren eben die Glückshormone. Da bin ich halt drüber gestoßen, dass es vor allem Kapselprodukte und Nahrungsergänzungsmittelprodukte gibt, die eben eigentlich einen guten und nachweislichen Einfluss auf diese Glückshormone haben und aber sehr nischig vermarktet werden. Bei uns war eben die Idee, hey, das ist eigentlich ein richtig cooler Verwendungszweck, sag mal, cooler als jetzt etwas, das den Cholesterinspiegel senkt. Gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel dafür? Ob man das jetzt wirklich an einer Tankstelle kaufen würde, weiß ich nicht. Aber quasi einen natürlichen Stimmungsaufheller, den man quasi in jeder Ecke besorgen kann, haben wir als deutlich größeres Massenpotenzial gesehen, als es quasi in der Zeit noch vermarktet ist. Also deswegen haben wir versucht, das eben more Mainstream zu machen. Daher habt ihr keinen Energy Drink, sondern habt ihr einen Good Mood Drink, also zum Aufhellen der Stimmung. Genau. Hast du dann bei diesen Zusatzstoffen selbst herumgeforscht und hast Research gemacht oder habt ihr da ein eigenes Team gehabt, auch mit Chemikern etc., die da wirklich Know-how und wissenschaftliche Beweise eingebracht haben? Also ganz am Anfang, wie gesagt, ich war immer sehr interessiert. Ich gehe wirklich ganz in die Tiefe, wenn mich was interessiert. Und es hat mehr damit begonnen, dass wir uns einfach mal das selbst beigebracht haben. Ohne irgendein Wissenschaftsteam, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, ohne jemanden, der uns groß beraten hat. Das ist dann quasi eben immer Schritt für Schritt gekommen. Wir haben uns angeschaut, hey, was gibt es am Markt? Wie könnte sowas ausschauen? Dann haben wir uns Studien rausgesucht, ganz viel uns darüber unterhalten. Als wir dann begonnen haben, dieses Konzept ein bisschen auch zu Papier zu bringen, zu formulieren, haben wir dann über Freunde und Familie mit Lebensmitteltechnikern und Lebensmittelchemikern sprechen können. Die haben uns dann gesagt, hey, müsst doch aufpassen, wenn ihr was in ein Getränk hineintun wollt, dass es auch löslich ist oder eben, dass es kein Novel Food, nennt sich das, ist oder dass es gewisse einfach unter den rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. Und aus dem sind wir dann immer konkreter geworden, bis wir dann, ja, nach, ich würde sagen, einem Dreivierteljahr bis Jahr Research mit einem Konzept, quasi Produktkonzept gestanden sind. Marke war noch nicht dabei, mal das Produktkonzept, das, mit dem wir dann mögliche Lohnhersteller bzw. Entwickler von Getränken und Lebensmitteln kontaktiert haben und gesagt, hey, so weit sind wir gekommen, glaubt ihr, könnt ihr das umsetzen? Und eigentlich relativ schnell, als wir denen quasi das Briefing geschickt haben, haben die auch gemeint, hey, selten hat sich jemand so gut vorbereitet, wir können genau das so zu euren Bedürfnissen auch mal einen Prototypen erstellen. Und das war dann quasi der Beginn bei uns, wo es wirklich dann ernst geworden ist. Das war dann quasi, als ich 18 war und mein Kollege 19, da haben wir unsere ersten Prototypen. Das war vor 4, 5 Jahren, habt ihr das begonnen schon, oder? Genau, das war Ende 2018.
Ziemlich sicher, ja. Ende 2018. Jetzt muss man sagen, dass diese ganzen Zusatzstoffe oder diese Stoffe, die man in das Getränk hineingibt oder bei Nahrungsmitteln ergänzt, ja grundsätzlich in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie verwendet werden teilweise. Mhm. Und da wird auch sehr viel Schindluder getrieben und es ist auch sehr, sehr schwierig, da die Qualität herauszufiltern. Ich nehme nur ein Beispiel heraus. Ich wusste auch nicht, dass die Ascorbinsäure, also das Vitamin C, hauptsächlich in China produziert wird und das entsteht durch die Fermentation von genmanipulierten Mais. Genau. Also wenn man das nicht weiß, ist es ja wirklich... Es sind eigentlich Pilze, sofern ich weiß, Mais, Pilze. Ja, es entsteht schon ein Gärprozess, also nicht wirklich gesund, vor allem weil auch genveränderte Moleküle im Spiel sind. Jetzt, wie kannst du mit deinem Produkt dem Konsumenten wirklich zeigen und auch beweisen, dass das eine gute Qualität ist, dass da keine schädlichen Stoffe drinnen sind? Wie funktioniert dieses Marketing? Also es gibt da ganz verschiedene Arten und Weisen. Es gibt kein ein richtig und ein falsch. Also im Prinzip... Rein rechtlich ist der Inverkehrbringer eines Lebensmittels verantwortlich oder ist die erste Ansprechperson, wenn etwas falsch geht. Das heißt, wenn wir es jetzt an einen Einzelhändler verkauft, ist der verantwortlich grundsätzlicherweise. Jeder Einzelhändler oder Einzelhandelskette hat natürlich Verträge, dass sie dann die Verantwortung an den, in unserem Fall Produzenten, weitergeben können. Und bei den einzelnen Inhaltsstoffen, sei es Vitamin C oder Pflanzenextrakte, haben wir Garantie von unserem Hersteller, also von dem Hersteller der Ressourcen, dass er das quasi mikrobiologisch testet und bei dem Zeitpunkt, wo bei uns die Sachen eintreffen und nicht verunreinigt sind. Also Qualitätszertifikat. Genau, zumindest. Also heißt für keine jeden, Verunreinigungen und so. Ja. Genau, also wir haben für jeden einzelnen Inhaltsstoff natürlich ein Qualitätszertifikat, das quasi die Garantie vom Hersteller gegeben sein muss. Genauso haben wir auch bei der Abfüllung, da gibt es verschiedene Standards, quasi einer der höchst angesehenen Standards ist der IFS-Standard, International Food Safety Standard, und den haben wir bei unserer Abfüllung auch. Viel höher als das geht es eigentlich nicht mehr, dass wir das quasi unter höchsten Reinheitsbedingungen abfüllen. Das wird auch dann quasi nach der Abfüllung mikrobiologisch getestet, ob irgendwas gegärt oder irgendeine Verunreinigung passiert. Man muss dazu sagen, euer Produkt ist eine Dose. Wir werden das jetzt gleich hier einblenden, damit die Zuseher das auch sehen können. Ja. Eine 0,25, glaube ich, Milliliter Dose. Ja? 250, Milliliter. Mhm. Genau, also da gibt es halt gewisse Reinheitsstandards und wir füllen gleich bei Anlagen ab, die eigentlich auf internationaler Ebene die höchsten Standards haben. Also da macht es keinen großen Unterschied, ob wir jetzt den 100-fachen Umsatz machen würden oder den 10-fachen. Wirklich höhere ist unsere Lebensmittelstandards, können sie weltweit nicht mehr werden bei unserer Produktsache. Jetzt interessiert mich noch ein Thema, wie du das siehst, nämlich die Dosis. Wenn man sagt, die Dosis macht das Gift, auf der anderen Seite muss man Nahrungsergänzungsmittel und Zusatzstoffe entsprechend auch hoch dosieren, damit sie überhaupt eine Wirkung haben. Man kennt das von diesem berühmten Vitamin D3, wo immer herum diskutiert wird, dass ja die Vorgaben viel zu niedrig sind, dass man das im Blut dann nicht nachweisen kann. In euren Produkten sind ja und generell in so Functional-Food-Produkten sind ja relativ geringe Dosen. Jetzt stelle ich mich die Frage, wie kann man hier eine Wirkung erzielen im Körper? Es ist ganz unterschiedlich. Es ist bei Vitaminen und gewissen Aminosäuren und bei gewissen anderen Zusatzstoffen gibt es ein rechtliches Höchstlimit. Bei anderen spezifischeren Sachen, die jetzt vielleicht nicht gängig verwendet werden, gibt es kein Höchstlimit, das überschritten werden darf. Aber eben der Produzent oder derjenige, der quasi die Formel oder die Zusammensetzung in Auftrag gibt, ist dafür verantwortlich auf die Konsequenzen, die dann auch damit passieren. In unserem Fall, das ist auch der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, wir haben zum Beispiel für alle unsere Produkte, machen wir ein Lebensmittelverkehrstauglichkeitsgutachten. Das ist quasi EU-weit grundsätzlich einheitlich geregelt und kann dann von Lebensmittelbegutachtern oder von gewissen Institutionen ausgegeben werden. Die haben dann quasi Wissenschaftler und prüfen dann auch, eben nicht nur jetzt chemisch, ob es verunreinigt ist, sondern ob die Dosen, die innerhalb dieses Lebensmittel und dieser Einheit verwendet werden, auch zu hoch genug oder eben zu niedrig sind, damit sie deklariert werden. Was würdest du sagen bei deinem Produkt? Es ist hoch genug, dass man wirklich eine Wirkung erzielen kann? Ja. Ich glaube, bei Actimel war das, gab es ja, glaube ich, diese Diskussion einmal, dass zwar die Darmbakterien, die da drinnen sind, jetzt nicht schädlich sind, aber zu gering, dass sie überhaupt eine Wirkung erzielen. Ne? Wie argumentierst du das beim Verkauf? In erster Linie, wir haben es bei uns so getaktet, dass es hoch genug dosiert ist, dass es über quasi einer homöopathischen Dosis liegt, aber nicht so hoch wie zum Beispiel einem Kapselprodukt, weil natürlich die Konsum-Experience auch gegeben sein soll. Es soll nicht sein, ich trinke zwei, drei Sachen und fühle mich dann nicht gut.
weil es zu hoch dosiert ist, sondern es soll quasi in einer gewissen Schwankungsbreite auch weiter erhältlich sein. Und da liegen wir auf jeden Fall drinnen. Und wir orientieren uns in erster Linie, sage ich mal, bei jedem einzelnen Inhaltsstoff anhand der Literatur. Also was quasi die Literatur sagt, wie viel wird gemacht, wie hoch ist die Bioverfügbarkeit. Das ist ja, hängt ja auch ganz unterschiedlich ab von gewissen Inhaltsstoffen. Manche eine höhere Bioverfügbarkeit, manche haben, sage ich mal, durch oralen Konsum eine sehr geringe Bioverfügbarkeit. Da gibt es eben keine eine richtige Aussage, sondern es hängt wirklich, ich sag, wie beim Musikmachen, gibt es verschiedene Arten und Weisen, was dann wirklich zum Ergebnis führt und keine eine richtige Antwort. Du bist in einem sehr, sehr interessanten Markt, einem sehr stark wachsenden Markt. Es ist eine unglaubliche Wachstumsraten hier zu verzeichnen, also im gesamten Functional Food Sektor. Aber nicht nur der Markt wächst, sondern man hat auch sehr, sehr gute Margen. Ja? Wie ist der durchschnittliche Preislevel eures Produktes? Vielleicht hier in Österreich als Beispiel. Und kannst du ein bisschen was über die Margen erzählen? Also grundsätzlich hängt es natürlich davon ab, als was man es positioniert. Wir sind doch, weil wir eben in einer 250 Milliliter Dose abgefüllt werden, eher an höherpreisigen Getränken orientiert. Das sind nicht dieselben Margen, wie man zum Beispiel bei Kapselprodukten hat. Jedoch dadurch, dass wir eben sehr markenorientiert agieren und sich bei uns eine sehr hohe Skalierbarkeit bei großem Volumen darstellt, können die Margen dann schon sehr attraktiv sein. Ich bin immer einer Meinung, das ist, wie gesagt, meine Strategiegeschichte. Vor allem, wenn man ins Lebensmittelgeschäft geht, sollte man gleich von Anfang an schauen, dass die Margen gut genug sind und dass man mit dem Pricing dorthin kommt, dass man sein Unternehmen finanzieren kann oder dass man quasi ein Wachstum finanzieren kann. Problem wird es, was viele andere Lebensmittelproduzenten, vor allem neue Lebensmittelproduzenten machen, ist, sie gehen rein mit der Hoffnung, dass wenn es genug Volumen produzieren, dann auf einen Produktionspreis skalieren können, dass dann die Marge wieder gesund ist. Bei uns ist das anders. Also wir gehen von Anfang an rein mit einer, sag ich mal, gesunden Marge, mit einer guten Marge, Kannst du bloß erzählen, wie hoch die Marge ist? Oder wäre also das jetzt Betriebsgeheimnis? es hängt durch den Kanal ab. Also Ja? größere Kunden, da So ist schon enger. roundabout, ja? Also wir machen schon mehr als das Doppelte aus unserem eingesetzten Kapital. Also Und 100% Marge, ja, ja? also das auf alle Fälle. Außer eben bei ganz großen Bestellungen. Aber da ist immer noch gesund. Und wir haben aber dennoch nicht mal Anfang unsere Skalierbarkeit auch ausgetestet. Das heißt, ich glaube, auch unser Produktionspreis kann sich bei jetzt voller Skalierbarkeit um 60, 70, vielleicht auch bis zu 80% reduzieren. Ich habe als Konsument ja immer das Gefühl, wenn man sagt, es gibt nur einen Energy- oder Lifestyle-Drink, nämlich Red Bull, ne, das ist große Flagship und es gibt nichts anderes. Und man hat auch schon viele kommen und gehen gesehen. Wie motivierst du dich selbst und sagst, aber ich werde hier trotzdem noch eine zusätzliche oder andere Position aufbauen und ich werde mich nicht so schnell unterkriegen lassen? Also in erster Linie natürlich, wie du es richtig gesagt hast, es gibt zerrthaft sehr, sehr viele kommen und gehen. Also ich glaube, es gibt vor allem im Lebensmittelbereich und unter Kategorien, die wir sind, kaum etwas, was schwieriger und härter umkämpft ist als das, was wir Und auch machen. schnelllebig eigentlich, ne? Extrem Kommen viele, schnelllebig. gehen viele, Oh ja. ja, das allein in unserer Zeit haben wir schon viel erlebt. Ich würde sagen, was bei uns wirklich, und auch in unserer Kommunikation, unserer Markenkommunikation, gibt es kein Red Bull, gibt es kein Cola, gibt es kein anderes. Wir möchten unsere Energie dafür verwenden, zu sagen, was uns stark macht, nicht was quasi wir im Vergleich zu anderen sind. Und wir glauben halt, dass wir mit unserer Marke, nicht eben nur Produkt, eine neue Value Proposition haben, die sonst noch keiner angenommen hat. Und vor allem Lebensmittelprodukte für Wohlbefinden, auch für psychisches Wohlbefinden, sind schon eben im Nahrungsergänzungsmittelbereich stark am Steigen. Was wir eben machen möchten, woran wir kapitalisieren möchten, ist das möglichst einfach verfügbar zu machen. Also das beste Beispiel, das ich nennen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel etwas nehmen möchte, um seinen Glückshormonhaushalt zu steigern, was legal ohne Rezept machbar Würde ist. mir jetzt nur die Schokolade einfallen, sagt man ja, oder? Ein Stück Ja, Schokolade? Ja? lustigerweise, die Ja? Inhaltsstoffe, die in Schokolade glücklich machen, sind in unserem Drink enthalten, die Und das ist Aminosäuren. auch so eine afrikanische, glaube ich, Bohne, hast du mir Nein, es erzählt, ist oder? L-Tryptophan. Okay. L-Tryptophan ist der Ausgangsstoff für Serotonin und den gibt es auch in unserem Drink drinnen. Halt höher dosiert als in Schokolade. Das heißt, wenn man Das keine muss der Konsument halt nur wissen. Ja? Ich Es muss halt wissen. wäre jetzt zur Milka gegangen und könnte Genau, aber auch deinen Drink aber das ist eben genau der nehmen. springende Punkt, den ich die ganze Zeit sage. Wir verkaufen jetzt kein L-Tryptophan mit Vitamin D-Präparat. Wir verkaufen einen Gute-Laune-Drink. Die Leute müssen sich gar nicht mit der Chemie und den Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Sie müssen wissen, das ist etwas, das mir die Stimmung steigert. Genau wie mit eben mit anderen Produkten. Das ist genau unsere Value Proposition. Wir sind eine gute Laune-Marke. Wir verkaufen gute Laune-Produkte. Und wenn sich jemand damit auseinandersetzen möchte, was im Hintergrund ist, kann er das gerne tun. Aber die Schnelllebigkeit quasi erlaubt uns dann auch quasi versimplere Produktversprechen zu machen.
Was mich ja fasziniert ist, Mercedes ist jetzt, glaube ich, in mehreren hundert Stores schon gelistet, was ja wirklich gut ist, weil sehr viele Firmen beginnen aber die Produktentwicklung vergessen, aber auf den Verkauf, die sind ja nicht gelistet. Da habt ihr sehr, sehr viel geleistet schon. Da halte ich euch die Daumen, dass da auch der Verkauf richtig anspringt. Wie siehst du das dein Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Gibt es einen Exit? Wirst du es einmal verkaufen an einen großen Getränkehersteller? Oder wie ist oder an Nestlé? Also bei uns geht es in erster Linie darum, wir möchten unser Produktportfolio erweitern. Ich bin da ganz, das war von Anfang an Ioka, quasi unsere Marke, hätte nicht von Anfang an, wir sind nicht, wir haben die Marke nicht begonnen mit dem Bedürfnis, eine Getränkemarke zu sein. Wir haben die Marke begonnen mit dem Bedürfnis, eben diese Gute-Laune-Marke zu sein. Das ist ein großer Punkt. Eben dieser zusätzliche Nutzen. Ja? Ja, aber eben auch Multiprodukt und eine holistische Brand Experience zu schaffen. Jetzt kommt der Kaugummi, habe ich gehört. Genau, wir Ja? machen einen Kaugummi, der an den Markt kommt. Und eben darum geht es, eben diese Multiprodukt Experience und Multi Brand Experience zu schaffen. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir eben auf facettenreicher uns aufstellen. Das ist die erste Sache. Bezüglich Exit, wir haben nicht notwendigerweise ein Bedürfnis, nach 5 Jahren kommt der Exit und dann ist quasi der große Payday da. Uns geht es halt wirklich darum, über den Zeitraum nachhaltig eine gescheite Marke aufzubauen, die auch für etwas steht, die auch quasi auf jeden Fall profitabel werden kann. Das ist auch etwas, was uns ganz wichtig war. Also nicht nur idealistisch, sondern wirklich auch profitabel. Cashflow, Profitabel. Dividenden für die Eigentümer und so weiter. Ja? Mit dem, wo wir jetzt gerade sind, quasi müssen wir noch weiter skalieren. Also ich will gar nicht sagen, dass wir sagen, oh, wir stehen kurz vor der Profitabilität, weil bevor jetzt ein bisschen was überbleibt am Ende des Jahres, sollte man schon so wachsen können, dass man sagt, hier nach 2, 3 Jahren bleibt dann schon mehr übrig. Also wir sollen schon, sag ich mal, auch Überschüsse in der Firma lassen. Aber am Ende des Tages soll das auf jeden Fall eine Marke sein, die auch so stark genug ist, alleine profitabel zu sein. Red Bull ist ja auch bekannt dafür, dass sie wahnsinnig viel Profit immer ins Marketing gesteckt haben, ne? Ja, die wissen halt eben auch genau das, was nicht nur für Energy Drinks oder halt für Red Bull true ist, sondern für alle. Man verkauft eben gerade im Lebensmittelbereich ein viel mehr als nur das Produkt selber. Das, was in Red Bull drin ist, ist in 99,9% aller Energy Drinks, sage ich mal, chemisch gesehen auch drinnen. Es geht halt eben darum, wie man die Leute, die Experience von Kauf bis nach dem Kauf und das Gefühl da mitnimmt und eben nicht nur das Produkt selber. Und wir versuchen eben mit einer anderen Value Proposition, also mit einem Versprechen, einem USP, eine andere, aber trotzdem starke und bedeutende Experience zu schaffen. Und das ist eben der große Unterschied. Du hast ja schon erzählt, dass es Produktentwicklung, Vertrieb, Marketing kostet ja wahnsinnig viel Geld. Das heißt, ich nehme an, du hast auch sehr, sehr viel Geld in deinen eigenen Unternehmen drinnen. Was machst du mit dem Geld, was du nicht im Unternehmen hast? Kaufst du Aktien, Kryptowährungen, Ich bin eigentlich, das haben wir nämlich auch mit. Luxusgegenstände für deine Freundin? Was machst du damit? Das geht leider noch nicht. Also ich persönlich bin, ich hänge immer davon ab, wie man, also das jetzt hat jetzt nichts mit meiner Firma zu tun, sondern eher meinen persönlichen Hintergrund ist, anlegen und investieren sollte man demnach machen mit dem Geld, das man zur Verfügung steht. Und wenn man halt quasi noch wenig hat, dann kann man sich leisten, mehr risikobehaftete Sachen zu machen. Anders ist, wenn man quasi 10 Millionen hat, ist ein Return of 6% schon relativ gut. Und deswegen, da sage ich Also mal, kaufst du Shitcoins, habe ich jetzt herausgehört, nein, sozusagen, also oder? ich bin Ne? eigentlich schon sehr Zockst du ein bisschen lange, herum so mit nein, Kryptos? nein, nein, also ich bin schon lange in Krypto drinnen gewesen. Auch, also nicht das Einzige, mit dem ich versuche anzulegen, Aber dann sondern eben auch die kleineren Coins, oder? Mit den größeren kannst du mit Bitcoin kann man nicht wenig. so viel verdienen, wahrscheinlich, oder? Eigentlich, naja, nein, ich bin eher der Meinung, die meisten Shitcoins sind reine Pump-and-Dump-Geschichten. Selbst größere Coins ab 100 Millionen Marktkapitalisierung sind Whale Games und sind einfach nur komplett voreingenommen von Aber ich höre daraus, du hast ein bisschen Ahnung und du hast kannst gerne ein bisschen das Also was Kribbeln, ich, oder? Beim ja, also ich habe Investieren. selber auch viel Ja? mit dem Krypto gemacht. Wir haben auch ein eigenes NFT-Projekt gemacht, Mhm. das auf einer der größten Kryptobörsen oder NFT-Börsen der Welt gelauncht ist, auf dem Launchpad. Das sind wir noch weiterhin da drin aktiv. Was ich persönlich immer mache, ist, versuche halt eher, schau mir die Top 10 Market Cap Kryptos an, wenn ich jetzt in Krypto investiere, und schaue dann an dem Zeitpunkt, wo ich glaube, dass sie oversold sind, und versucht dann halt long zu gehen mit Hebel. Neben Krypto machst du noch ein bisschen so Startup-Geschichten oder Venture Capital?
Ich Sachen. helfe, ja, lustigerweise schon. Ich helfe ein paar Freunde und Familie oft manchmal, Leuten an Finanzierung zu finden, durch komplett Sachen, mit denen ich halt wenig zu tun habe, weil wir halt sehr gute oder ich auch sehr gute halt Kontakte und auch Leute kennen im Finance-Bereich und da kommt hier und da mal etwas Du holst doch vor. mal einen Steak vielleicht. Das ist Ja. natürlich bei solchen Sachen, das habe ich gelernt, auch von anderen, du fasst 100 Sachen an und eines funktioniert dann vielleicht, aber das, was dann funktioniert, Reiz zahlt dann die schreien. Zeit von den ganzen anderen Sachen. Das sind halt, also vor allem halt traditionelles Finance hat mich schon, oder begeistert mich eigentlich seit kurzer Zeit immer mehr. Und ja, also das sind halt Sachen, mit denen ich mich auch beschäftige, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit dem, wo wir jetzt gerade sind, auch mit unserer Firma, also ist es schon sehr Zeit aufnehmen. Da bleibt auch wenig Zeit für parallele Ventures oder Investieren auf. Also da muss man wirklich quasi Ja, beim am Ball Investieren bleiben. kann man breit streuen, aber fürs Unternehmertum braucht man absoluten Ah Fokus. ja. Ja? Und ich wünsche dir weiterhin noch viel Kraft, dass du diesen Fokus am Boden bringst und auch entsprechende Gewinne und Umsätze erzielst. Das hoffe ich. Vielen Danke für Dank. das coole Gespräch, Danke Philipp. ebenfalls. Liebe Zuseher, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.